Ja, Freunde, hier steht die Spendendose. Wer will, der darf gerne. Aber ich übergebe jetzt erstmal das Rederecht und Mikrofon an unseren Mitstreiter Gamal Khalil. Bitte sehr. Ja, schönen guten Abend alle. Gamal Khalil von der EGB. Ich habe heute mal ein Thema, was uns auch alle beschäftigt. Das Thema heißt ganz einfach Anwohnerparken und dieser Anwohnerparkausweis. Ich denke mal, ihr habt alle schon Erfahrungen damit gemacht. Das werden wahrscheinlich keine guten Erfahrungen sein. Anwohnerparkausweis kann man vielleicht erstmal beschreiben, was ist denn das überhaupt? Das heißt, wir haben mit unseren Steuergeldern die Parkplätze geschaffen und diese Parkplätze, die wir mit unseren Steuergeldern geschaffen haben, die werden jetzt durch die Hansestadt vermarktet. Es war bisher immer so, dass wir 30 Euro im Jahr dafür bezahlt haben. Das ist auch ein Preis, denke ich mal, der ist in Ordnung. Dann gab es letztes Jahr das Unsägliche von dem Bündnis Grünen, SPD, Linke und der Tierschutzpartei. Da sollten die Gebühren, die Jahresgebühren, bis auf 250 Euro angehoben werden. In der Folgezeit gab es sogar eine Satzung, die war dann rechtswidrig, mit dem Ergebnis, dass bis zum 31.03. eigentlich das Parken für die Anwohner letztendlich frei ist. Das heißt, wer von euch diese 150 Euro bezahlt hat, der kann einfach einen formlosen Antrag stellen und wird diese 150 Euro dann letztendlich auch zurückkriegen. Die Situation derzeit ist so, dass wir ab dem 1.04.2024 muss jeder Anwohner, der einen Anwohnerparkausweis hat, diese 90 Euro bezahlen. Jetzt sind es 90 Euro. Was kriegen wir für die 90 Euro? Für die 90 Euro kriegen wir eine grüne Karte. Da können wir unser Fahrzeug abstellen. Das Problem ist einfach nur, es sind wesentlich mehr grüne Karten verteilt worden, als letztendlich Parkplätze da sind. Wer in dieser Parkzone 1 ist, das ist der innenstädtische Bereich, da muss man sagen, ab 17 Uhr gibt es letztendlich hier eigentlich keinen Parkplatz mehr. Es gibt gewisse Stellen, die sind freigehalten und da parken natürlich die Leute auch aus der Not raus. Aber das sind dann auch die Stellen, wo dann unsere Ordnungshüter dann unsere Parktickets einfach verteilen. Das ist eigentlich ein Unding. Wir werden uns dafür einsetzen, dass wir wieder diese alte Regelung kriegen. Und wir finden diese 30 Euro, das ist angemessen für die Leistung. Und die Leistung ist eben die, ich kriege einen grünen Schein, habe aber keinen Parkplatz sicher. Und dafür werden wir uns einsetzen. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und spendet fleißig. Danke.